Yo yeah, mein Name ist Remus GT und willkommen zurück zu Avatar The Last Airbender Quest for Balance. Und hier geht es endlich auf die Kyoshi-Insel und sehen, wie Aang schon ganz wild auf dem Onagi reitet. Die Grafik hier versuchen wir mal ganz schnell zu vergessen. Ich werde euch weiterhin durch das ganze Gameplay Reviews geben, was ich davon halte. Und hier kann ich euch leider direkt sagen, es sieht nicht so gut aus. Das Wasser, dann der Charakter, die haben alle einen anderen Stil. Und dann das Ganze im Hintergrund, diese Berge sehen sehr undetailliert aus. Okay. Gut, später wird es vielleicht wieder besser. Aber das sind so ein paar Sachen, die mich dann immer kurz aus dem Game holen. So, ich habe mich entschieden, dass ich jetzt kein ganzes Kapitel mehr komplett aufnehme und hochlade. Ich hatte gestern leider das Problem, dass ich bei Buch 1 Kapitel 1 das Video 5-mal rendern musste. Es hat eine Stunde gedauert und dann ist er selbst beim Hochladen nochmal abgestürzt. Das war nicht ganz so praktisch, deswegen werde ich ein Part jetzt ungefähr immer so auf 20 Minuten halten. Vielleicht auch 15, je nachdem wie so ein Questabschnitt dauert. Und das wird auch vielleicht für euch einfacher sein, um zu sehen, bei welchem Teil ich gerade bin. Genug geredet. Ich würde sagen, wir legen jetzt los und sehen zu, was der Aang da so vorhat. Oh, geil. Let's go. Genau. Funktioniert wahrscheinlich wieder genau gleich. So, den Ding haben wir mal aus dem Weg kommen. Erinnert mich auch an Avatar Legend of Korra. Okay. Sogar die ganze Oberfläche sah sehr ähnlich aus. So. Kann ja das kaputt machen. Oh! Nice, wir können tauchen. Mit Leertaste natürlich, ne? Okay. Ihr könnt mich gerne mal informieren, ob ihr das Game über... einen haben wir ausgelassen. Viel Judy. Wo ihr das Game spielt, ob ihr auf PlayStation, PC oder... Oh, fuck! Fun. Macht sehr Spaß. oder ob ihr auf der Switch spielt. Ich denke mal, viele werden hier auf der Switch spielen. Ich glaube, das Game ist auch eher so auf Switch ausgerichtet. That didn't turn out so good. Ich denke mal, dass die meisten, wie gesagt, über Switch spielen werden. Ui, ich hab gedrückt. Ich sag's euch. I gotta be Captain. I'm gonna be the Pirate King. Ich hab letztens mit One Piece auf Netflix angefangen und muss sagen, es war ziemlich geil. Falsche Richtung. Boah, wow, die haben wir noch bekommen. So, wie viel haben wir bekommen? So, One Piece auf Netflix ist ziemlich cool, wohl auch sehr nah an der Serie dran. Zumindest fand ich, die Charaktere sahen echt ähnlich aus. Und die Schauspieler sind unheimlich stark. Es kommt ja auch noch eine Avatar Herr der Elemente-Serie auf Netflix. Die zweiteuerste Netflix-Serie wohl, also noch, also nach Stranger Things natürlich. Und ich bin echt gespannt, was das wird, weil wir schon einmal einen Live-Action-Film hatten und das lief leider nicht ganz so wie gewünscht. Ja, wir werden jetzt natürlich weitermachen. Das war jetzt zwar ein Abschnitt, aber nicht genug, um zu sagen, es war ein Part. Aang, Katara and Sokka were captured by the Kyoshi Warriors, thinking the heroes were Fire Nation spies. But once Aang proved he was the Avatar, he got royal treatment and a legion of fans. Das kennen wir. Oh mein Gott, die TikTok-Fans. Gott. Oh yeah. Oh yeah, boy. Sup, bro. Du nennst mich mit den Kyoshi... Du nennst nicht mit den Kyoshi-Kriegerinnen trainieren dürfen, Ned? Ah. Du willst mit ihnen trainieren? Wie auch immer, ich hab's. Suchen wir das Dorf überhaupt. Vielleicht kann ja uns halt helfen. Okay. Schüsseinfertigkeit verleiht. Gruppenmitglieder einen Schadensboost. Okay, ja, vielleicht Gruppenmitglieder entscheiden. Boah, mein Gott, es ist Sonntag, 13.12 Uhr. Und warum kann ich nicht lesen?
Okay. Schadensboost mit Q. Brauchen wir jetzt noch nicht, würde ich sagen. Muss ja noch nicht kämpfen. So. So, wir wollen natürlich auf Soccer gehen. Water Tribe. Water Tribe. Hä? Ich kann das nehmen und dann gleichzeitig mit dem Boomerang kämpfen? Geil. Okay. Okay, er kann das auf jeden Fall nicht. Gut. Gut. Da ist der Rest. Achso, er kämpft dann mit seinem anderen Teil da. Okay. Damn, boy. Yeah. Also beim Springen und damn, den machen. Geil. Mega cool. So, hier können wir jetzt sogar auch genau Rechtsklick gedrückt halten und dann können wir Gegner festsetzen. Das können wir auch mit Katara mit Rechtsklick. Ah, nee, wir müssen Gegner anvisiert haben. So, my boy Aang. Hafen. Wir wollen natürlich hier alle Kisten kaputt machen. Nicht, weil ich hier was kaputt machen möchte, sondern weil ich Coins bekommen werde und natürlich reich werden möchte. Stehen bleiben, drücke hier, um deinen Charakter an deiner Stelle stehen bleiben zu lassen. Drücke hier erneut, um den Charakter wieder zur Gruppe zu holen. Halte es hier gedrückt, um alle Charaktere, die stehen geblieben waren, zur Gruppe zu holen. Dies kann dir beim Lösen von Rätseln und Quests helfen. Lass mich raten, das müssen wir gleich anwenden. So, erstmal mal hier ein paar Sachen kaputt, weil ich reich werden möchte, nicht weil ich Sachen kaputt machen möchte. So, hier lassen wir jetzt Aang einfach mal stehen. Wählen einfach Katara zum Beispiel aus, drücken 1 oder 2. Wow. Damn, what a trap. So. So, die machen wir jetzt, lassen wir jetzt auch stehen und gehen auf Sokka. So, ja. Durch die Tür gehen, würde ich sagen, ist immer praktisch. Oh, shit. Oh, so. Fokus. Aufeinanderfolgende erfolgreiche Treffer bei einem Gegner stärken deinen Fokus und erhöhen deinen Schaden und deine Reichweite. Wenn du getroffen wirst, sinkt dein Fokus, also gib Acht. So, nochmal aufeinanderfolgende erfolgreiche beim Gegner steigen deinen Fuß, erhöhen deinen Schaden und deine Reichweite. Das heißt, wir müssen unsere Kombination möglichst hochhalten, um mehr Schaden und Reichweite zu bekommen. Und wenn wir getroffen werden, dann ja, geht dieser Bonus eben verloren. Kennen wir natürlich aus vielen anderen Games, Shadow of War, Herr der Ringe, so. So. So, jetzt wollten wir nämlich mal das hier aus. Die Bandinnen sind aus Hardmode, wenn ich nicht fertig bin, werde ich noch verletzt. Keine Sorge, sogar wenn du dann mal die Imperium bekommst, heile ich dich sofort wieder. Okay, gut. Jeder Charakter besitzt eine Spezialfähigkeit, außer Aang. Katara kann beispielsweise ihre Freunde heilen. Probiere die Spezialfähigkeit ihres Charakters aus. So. Okay. So, jetzt probieren wir es mal. Drücken einfach mal Q. Wow, wow. Shit. So, jetzt machen wir Rechtsklick. Na, das will sie gar nicht. Also irgendwie kann sie jemanden festsetzen, eigentlich. Oh no! Die Charaktere bewegen sich irgendwie komisch so. Ich wollte das eigentlich ausprobieren, was wir im letzten Part noch bekommen haben. Und zwar, dass man gewisse eine Fähigkeit einsetzen kann, wo man... Warum sind die alle in blau? Wo man Gegner praktisch festsetzen kann, mit zum Beispiel einem Eisblock. Ich kann ja mal einfach mal parallel mein Handy anmachen und gucken, was ich da gemacht habe. Wer schreibt mir? Ich habe Freunde. Wer schreibt mir? Oh mein Gott, wer schreibt mir? Ja, keine Ahnung. So, das war im letzten Part am Ende. Ups. So, dann spulen wir mal schnell vor. Ja, ich muss mein eigenes Video schauen, um Tutorial. Ist auf jeden Fall praktisch, wenn ich das dann aufgenommen habe. So. So, ja, Remus, sei ruhig. Danke, hast toll gemacht. Let's go. So. So, mal sehen, wo das steht. Ich glaube, Gegner müssen nur anvisiert sein. Na, komm schon. Junge, mach, red nicht so viel. Zeig's mir. So. So, fähig, Fallenangriff freigeschaltet. Visiere einen Gegner an und halte Rest gedrückt, um ihn in einer Falle zu fangen. Genau das habe ich gerade versucht. Aber anvisieren, vielleicht habe ich das nicht so ganz richtig gemacht. Maybe, maybe. So, hier oben ist irgendwie... Okay, vielleicht brauchen wir Angriff dafür.
Okay, keine Ahnung, was das ist. So, gehen wir mal rein, findet das Dorf überhaupt. Warum seid ihr alle in Blau? Das ist doch nicht die Wassernation. Waren die auch in der Serie Blau hier in dem Dorf? Kann ich mir kaum vorstellen. Laden, kauf Essen und Tränke, die deine Gesundheit wiederherstellen und die kleine Fertigkeitsboost erhalten. Verleihen, du kannst auch Gegenstände verkaufen, die du nicht mehr brauchst. In manchen Läden sind Spezialgegenstände erhältlich. Hört sich doch gut an. Wollen wir jetzt auch nicht mal. Ach, die. Okay. Gucken wir mal, was wollen sie mir verkaufen. So, was haben wir denn? Wasserbändiger Schriftrolle. Ja. Nein. Boah, müssen wir kaufen, oder was? Okay. So, jetzt versuchen wir mal selbstständig mit dir zu reden, wird es... okay. Ist Tutorial, okay. Was du gekauft hast, wird ins Inventar übernommen. Dort kannst du es schnell verwenden oder zum schnellen Zugriff verweisen. Um zum Inventar zu gelangen, öffne das Pause-Menü mit Enter. So, jetzt gehen wir auf unser Inventar. Und drücke C, um den ausgewählten Verbrauchsgegenstand dem schnellen Zugriff zuzuweisen. Gegenstand zum schnellen Zugriff zuzuweisen. Es gibt mehr Gegenstände, die du hier verwenden kannst. Außerdem kannst du deine Effekte sehen, wenn du in einer Mission bist. Okay, cool. So, gut, jetzt möchte ich gerne selber mit dir reden. Ja, so, mal sehen, was das hier sein soll. Setze die Schriftrolle ein, um einen neuen Wasserbändigungsangriff freizuschalten. Die auf diesen Schriftrollen beschriebenen Techniken wurden vom großen Meister des Wasserbändigungs des nördlichen Wasserstamms entwickelt. Ey, das ist cool, das gefällt mir. Okay, so, mal sehen, ob wir was verkaufen können. Bisschen Trading hier, bändiger Tee. Ne, wollen wir nichts verkaufen. Brauchen wir noch. Tschüss, dankeschön. Okay, das hier kaputt machen. Alles klar. Oh! Eine Quest! Grüß Avatar, es ist eine Ehre, dich bei uns zu haben. Hello there! Die Ehre ist ganz meinerseits, aber was sollen diese langen Gesichter? Stimmt etwas nicht? Heute geben die Dorfbewohner für sich ja an die Kyoshi-Kriegerinnen aus. Zum Dank dafür, dass sie das Dorf sicher halten. Ich sollte sammeln, aber ich wurde aufgehalten und jetzt kann ich meinen Posten nicht verlassen. Die Dorfbewohner fühlen sich vielleicht beleidigt, wenn wir ihre Geschenke missachten. Kannst du die Pfirsiche für mich sammeln? Jo. Yeah. Yeah. Ayo, fam. So, now press F. Haben wir F gedrückt. So, hier waren ein paar, die wollten wir vorhin schon aufnehmen. So. Um das Dorf herum. 5 Pfirsiche als Tribut. Alles klar. Ich hoffe, ich kriege auch ein paar Pfirsiche. I want your peaches. boah. So, ich glaube, hier wird nicht mehr viel sein. Ja, hier ist die Kamera dann leider extremst mies. Ich hätte es gerne in der dritten Person, also so von hinten, so. Nicht dieses hier. Ich hoffe, es wird irgendwelche Mods geben, die das möglich machen. So. Kann man hier... Okay, wir können nicht reinspringen. Das macht auf jeden Fall Bock. Ja. Damn. Also ich muss sagen, es macht auf jeden Fall Spaß, ne? Also ich will jetzt nicht nur sagen, die Grafik hin und her. Ja, die Grafik ist halt sehr einfach gehalten. Aber es macht Spaß, Leute. Es macht Spaß. Ich habe 50 Euro dafür ausgegeben. Es ist auch nicht gerade... Ehrlich, ich finde, das ist nicht wenig für so ein Game. Wo man sagt, okay, das könnte eine bisschen bessere Grafik haben. Aber es bockt halt einfach. Es macht Spaß. Come on. Ne, das geht nicht. Und deswegen... wenn ihr Avatar-Fan seid und sagt, ey, ich will was im Avatar-Universum spielen und da gibt es aktuell gerade leider nicht ganz so viel, ja, dann seid ihr hier tatsächlich gut dran. Es macht Bock. So, wir gehen erstmal ein paar Pfirsiche suchen und dann würde ich sagen, speichern wir und ich glaube, dann haben wir auch schon den ersten Part von dem Kapitel hier durch. So, okay. Ja, das können wir nicht machen. Kommt vielleicht später noch. So, können wir ins Wasser gehen? Nein. So, gucken wir mal hier drüben. Ja, hier merkt man halt sehr offensichtlich, dass die Kamera ein bisschen störend sein kann. So, wir haben 2 von 5. Wir gucken jetzt einfach mal nach diesen Pfirsichen. So. Ich habe noch selber 3 Pfirsiche. Reicht das denn nicht? Kann man die nicht einfach nehmen? So. Wo ist der Cabbage Man?
Ah, oh mein Gott, da ist er! Ich habe diesen Wagen hier gesehen und dachte so, oh Mann, Cabbage Man fehlt. Und dann ist der Bro einfach, oh mein Gott, how's it going? Nein! Geil. Oh no, ich fühle mich schlecht. I'm so sorry. geil. My cabbages. Angeblich soll der Synchronsprecher von ihm auch in der Serie in Netflix soll er den spielen. So, dann müssen wir so machen. So. Ups, andersrum. So. Kaboom, my boy. Ah, ne, geht gar nicht. Glaube ich. So, gibt's hier noch irgendwelche, die ich nicht gesehen habe? Okay. Also, ein einfacher Jump reicht tatsächlich. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Truhe. Nee, komm. So, und jetzt drücken wir mal C. Wir müssen auf jeden Fall wasserbändig. Nee, warte, wir können auch mit Katara herkommen. Ah, fuck. Ich denke mal nämlich, wir müssen... Nee, komm, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, und wir kriegen... Paisho-Fliesen. Paisho-Tiles. Falls ihr es auf Englisch wissen wollt. Könnt ihr ja das Video schauen und sagen, ihr habt Englisch gelernt. Ich weiß nicht, wie die Altersklasse sein wird, die dieses Video schaut, deswegen... Gehe ich davon aus, dass dieses Game vielleicht von einer etwas jüngeren Belegschaft geschaut wird. So. Okay, mal. So. Boy. Hey. Hey. Fun. Das macht sehr viel Fun. Ah, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. So. Nee. Ey. Ja, wie mache ich denn jetzt Screenshots? Hä? Okay, keine Ahnung. Ich habe ja schließlich ein Video. Ich kann auch das Video. Ah, wie haben die sich denn gerade geändert? Hey, seht mal noch einer dieser merkwürdigen Plattformen wie die auf dem Schiff der Feuermarie. Was hat die hier zu suchen? So. Ich denke mal, das wird wieder so ein Guru Patiks Ding sein. Deswegen sind wir jetzt bei 19 Minuten. Ich finde, das ist eine gute Zeit, um jetzt zu sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ich fand, es hat hier schon mal ein bisschen mehr gezeigt als hinter dem Game. Gut, grafiktechnisch fand ich das bisher jetzt nicht so ansprechend, aber ich fand, es hat einfach Spaß gemacht. Wir sind hier auf Kyoshi Island, in Kyoshi Town oder wie die Stadt heißt. Und man fühlt sich halt einfach wirklich, als ob man in der Avatar-Welt ist. Und ich finde, das macht Spaß. Gameplay macht Spaß. Wie gesagt, man darf nicht erwarten, dass das hier ein Witcher 3 ist oder ein Starfield oder Jedi Survivor oder was weiß ich. Es ist halt einfach einfacher gehalten und wahrscheinlich eher für Nintendo Switch entwickelt. Und wir können froh sein, dass wir es auf PC spielen können, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt viele verschiedene Puzzles oder sagen wir mal Rätsel. Ich finde, es klingt cooler, Rätsel zu sagen. Puzzle hört sich zu sehr nach diesem Puzzeln an, ne? Ist halt Rätsel. Und ja gut, wenn man Rätselgames mag oder Games, wo man halt rätseln muss, ein bisschen kämpfen, in der Avatar einfach immersiv sein. Ich finde, es ist cool und bis jetzt würde ich sagen, ich bin froh, dass ich das Game geholt habe und freue mich, wenn wir das vielleicht auch mal zusammenspielen können. Es gibt ja einen Online-Koop. Da werde ich mal ein Video zu machen, wie man das freischaltet. Das muss man leider freischalten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Kommt hier, abonniert und wir sehen uns im nächsten Part. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und kommentiert, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt. Genug gelabert. Wir sehen uns im nächsten Part. Remus out. Ciao.